Wir befinden uns mitten in der Sommerpause. In manchen Bundesländern hat übrigens schon die Schule angefangen. Also es ist herrlich. Ich war gestern in Hessen und da reden sie von Schule und ich bin in Urlaubsstimmung. Also ich finde es klasse, dass das so Verschiebungen gibt. Bei uns geht es erst am 14. September, wenn wir noch leben und Gott will, muss man dazu sagen. Manche von euch waren schon im Urlaub, manche werden erst vielleicht in den Urlaub fahren, manche bleiben vielleicht hier, das weiß ich nicht. Aber ich habe eine Frage, wer von euch war schon mal in Griechenland im Urlaub? Oh doch, kann man sagen, fast die Hälfte, also Korfu zählt auch zu Griechenland. Und wenn man in Griechenland im Urlaub ist und durch die Gegend reist, egal was für eine Bundesstraße jetzt oder Feldweg oder wie auch immer, da fällt einem sofort etwas auf in Bezug auf die Häuser. Weiß denn jemand, was ich vermute, was ich denke, dass es ist? Da nickt jemand mit dem Kopf. Du darfst es laut sagen. An den Häusern fehlt noch etwas. Da kommt noch das Eis noch raus in die Höhe. Ja. Eine Mauer. Das hat einen einfachen Grund. Die Griechen sind halt zu dumm, um Steuern einzutreiben. Also die halbfertig gebaute Häuser, das ist der Punkt. Also tatsächlich, die Häuser werden halbfertig gebaut. Das heißt jetzt nicht so, da wohnt aber jemand schon drin. Also es ist nicht so, dass die jetzt halbfertig da rumstehen, sondern da wohnt jemand drin, aber man merkt es, da ist noch Potenzial, da könnte man noch fertig bauen, diese Eisenstangen, die da rausragen aus dem Dach oder die Fassade ist noch nicht verputzt oder vielleicht eine Etage ist gar nicht, ganz leer. Obwohl Menschen dort wohnen, werden die Häuser nicht zu Ende gebaut. Und eine Begründung haben wir jetzt gehört, es gibt viele, kursieren auch im Internet viele Erklärungen und Gerüchte über dieses Phänomen in Griechenland. Ich möchte jetzt diesen Spekulationen nicht nachgehen, ich bin schließlich jemand, der die Griechen mag. Aber im Grunde genommen gibt es eigentlich, kann man alles auf einen Grund zurückführen, nämlich es geht ums Geld. Entweder fehlt einem das Geld, ist auch auf jeden Fall ein Grund. Die Griechen können nicht so einfach schnell Kredit bekommen wie die Deutschen und dann wird das fertig gebaut. Das Geld fehlt. Oder etwas ist nicht geklärt, etwas gerät ins Stocken, weil eine Behörde mal eine Geldzuwendung braucht oder besondere Aufmerksamkeit, also gibt es alles. Aber man muss auch sagen, ein Grund ist auch, dass man sich vielleicht verrechnet hat. Man hat angefangen zu bauen und man hat die Kosten nicht überschlagen. Mensch, habe ich noch Geld für das Dach zum Beispiel? Habe ich noch Geld für die Fassade oder für die Heizung? Ja, man hat sich einfach verrechnet. Ich bringe einen Text mit heute wieder aus Lukas 14. Letztes Mal ging es auch um Lukas 14. Heute wieder im Lukas 14, die Verse 5, ab Vers 25. Und in diesem, es ist eigentlich auch ein Gleichnis Jesu, und in diesem Text kommt eben genau dieses Phänomen vor. Da hat jemand die Kosten nicht überschlagen. Ich lese aus Lukas Kapitel 14 die Verse zuerst 25 bis 27. Es gingen aber große Volksmengen mit Jesus. Und Jesus wandte sich um und sprach zu ihnen: Wenn jemand zu mir kommt und hasst nicht seinen Vater und die Mutter und die Frau und die Kinder und die Brüder und die Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann er nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachkommt, kann nicht mein Jünger sein. Wir merken es schon sofort an diesen drei Versen, es ist eigentlich ein sehr herausfordernder Bibeltext. Letztes Mal habe ich auch über Lukas 14 gepredigt und da in den ersten 24 Versen war Jesus zu Gast bei einem Obersten der Pharisäer. Er war zu einem Festessen eingeladen. Aber jetzt haben wir eine ganz andere Situation. Jesus ist wieder unterwegs als Lehrer, als Meister, ist durch die Gegend gezogen und wir lesen, dass viele Leute mit ihm unterwegs, gemeinsam mit ihm unterwegs sind. Also viele Menschen sind bei ihm. Und gleich vorneweg muss ich feststellen, mit Jesus unterwegs sein und Jesus nachfolgen sind zwei Paar Stiefel.
Mit Jesus unterwegs sein und Jesus nachfolgen sind zwei Paar Stiefel. Man kann sich ein Leben lang in der Umgebung Jesu aufhalten und sich doch nicht für ihn entschieden haben. Vielleicht waren unter diesen Menschen, die mit Jesus unterwegs waren, einige unter ihnen dabei, die sich vielleicht Gedanken darüber gemacht haben, Mensch, vielleicht sollen wir diesem neuen Lehrer tatsächlich vertrauen und ihm nachfolgen. Vielleicht waren einige dabei, die diesen umstrittenen, damals war Jesus umstritten, mal nachfolgen wollten. Und dann lesen wir auf einmal, da heißt es, Jesus wandte sich um, also dreht sich um, sieht die Menschenmenge und spricht zu ihnen eben diese harten Worte. Also Jesus möchte sie zu einem klaren Ja oder zu einem klaren Nein bewegen. Ich meine, Jesus hat das immer wieder gemacht. Entweder folgst du mir nach oder eben nicht. Ein Vielleicht oder ein Ich weiß es nicht hat Jesus nicht akzeptiert. Und jetzt ist aber auffallend, mit welchen Worten Jesus die potenziellen Nachfolger von ihm anspricht. Mit welchen Worten wirbt er eigentlich für die Nachfolge? Und wir müssen feststellen, so eine tolle Werbung war das nicht, sondern Jesus konfrontiert die potenziellen Nachfolger mit den Kosten der Nachfolge. Das Thema habe ich gewählt, Jesu Nachfolge ist kostbar, einerseits etwas Wertvolles, aber auch andererseits etwas, was mit Kosten verbunden ist. Deswegen kostbar. Bei der Vorbereitung mit diesem Bibeltext, in diesen zuerst drei Versen, es gab ein Wort, das mich sehr herausgefordert hat oder einfach geärgert hat. Jesus sagt, wenn jemand zu mir kommt, und hasst nicht seinen Vater, Mutter, Frau und so weiter. Und das Wort hassen hat mich ein bisschen gestört. Warum gebraucht bitteschön Jesus hier so ein starkes Wort wie das Wort hassen? Ist das notwendig? Muss das sein? Ich meine, hassen ist jetzt nicht etwas, was mir, oh, ist mir aber passiert, ich habe es gar nicht gemerkt, ich habe jemand gehasst. Hassen ist etwas, was man bewusst tut. Man hat sich entschieden, etwas oder jemand zu hassen. Da steckt eine Willensentscheidung dahinter. Warum gebraucht Jesus sich hier so ein starkes Wort? Ich habe weitergedacht, um mir das mal zu erklären. Ich habe gemerkt, in der deutschen Sprache sagt man auch sehr schnell, ist auch ein starkes Wort, ich liebe das. Ich liebe es. Bei uns kommt es in der Zuhause auch mal das Wort, oh, ich liebe das. Und dann sage ich zu meiner Frau, du sollst Gott und deinen Mann lieben. Also, hey, lieben ist ein starkes Wort. Da, wo ich herkomme, gibt es Männer, die haben das Wort noch nie ausgesprochen. Weil lieben als Wort wird eigentlich nur für die Liebe zwischen Mann und Frau ausgesprochen und verwendet. Aber jetzt die Schokolade lieben, das ist mir, das geht nicht. Oder man sagt auch schnell, auch in der deutschen Sprache wieder, ich hasse das. Ich merke es bei meinen Kindern, der Jüngste, ich hasse euch. Da wird immer geärgert. Ja, ich muss sie mal drauf ansprechen. Oder ich hasse das und ich hasse jenes. Ja, ich hasse die angebrannte Pfanne und man ärgert sich. Ich hasse das. Also man verwendet diese Worte, ich liebe das oder ich hasse das, in unserer deutschen Sprache sehr schnell. Und ich habe dann gedacht, vielleicht war Jesus an diesem Tag auch ein bisschen deutsch gesinnt. Wer mal seine Eltern nicht hasst, ja, das dürfte jetzt niemandem weitererzählen. Keinem Theologen, der wird mit meiner Exegese ein Problem haben. Warum Jesus hier das Wort hassen verwendet, weiß ich nicht. Ich weiß, wie es meint. Ich weiß auch, was dahinter steckt. Zum Glück gibt es eine ähnliche Stelle in Matthäus 10, Vers 37. Wer Vater oder Mutter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Und wer Sohn oder Tochter mehr liebt als mich, ist meiner nicht würdig. Damit kann ich leben. Das ist eine verständliche, eine politisch korrekte Formulierung. Mehr lieben. Ja, jetzt weiß ich. Ich weiß, was dahinter steckt. Es geht darum, dass Jesus an der ersten Stelle in unserem Leben ist. Darum geht es.
Also das Hassen hier in diesem Lukas-Text hat also den Sinn von an die zweite Stelle setzen. Jesus möchte, dass wir unsere Eltern, Kindern, Verwandtschaft und so weiter an die zweite Stelle stellen, damit Jesus an der ersten Stelle sein kann. Ich möchte das nochmal unterstreichen. Jesus bejaht das Gebot der Liebe zu Vater und Mutter, Matthäus 19, Vers 19. Er bejaht den Schutz der Familie mit Frau und Kindern, auch Matthäus 19, ab Vers 3. Jesus bejaht auch die Nächstenliebe und damit auch die Liebe zu den Brüdern und Schwestern, Matthäus 22, ab Vers 34. Und Jesus setzt die Liebe zu sich selbst voraus. Er sagt nämlich, du sollst deinen Nächsten lieben wie dich selbst. Aber dies alles kommt unter das große Vorzeichen Jesus zuerst. Jesus ist wichtiger. Wer diese Reihenfolge nicht anhält, wenn Jesus nicht das Wichtigste im Leben ist, dann sagt Jesus ganz einfach, du kannst nicht mein Jünger sein. Wer das so macht, der kann Jesu Jünger nicht sein. Und deswegen, das unterstreicht auch der Vers 27, wer nicht sein Kreuz trägt und mir nachfolgt, der kann nicht mein Jünger sein. Sein Kreuz tragen heißt jetzt nicht, dass ich das Holz abhänge und mit mir trage oder eine Kette, wo ein Kreuz da drin hängt. Nein, damit ist das nicht gemeint, sondern es ist gemeint, dass ich sogar bereit bin, mich selbst aufzugeben, mich selbst sogar mein Leben zu opfern für Jesus Christus. Das ist damit gemeint. Sind wir dafür bereit? Bist du bereit, elementare Beziehungen in deinem Leben hinten dran zu stellen für Jesus? Wichtige Beziehungen in deinem Leben hinten dran zu stellen für Jesus. Wie oft richtet sich aber eben unser geistliches Leben, damit meine ich das Gebet, die Stille, die Anbetung, die Gemeinschaft mit anderen Christen, eben nach einer Person. Plötzlich will die junge Frau nichts mehr vom Glauben wissen, weil der neue Partner sagt, in meinem Wohnzimmer kommt der Glaube nicht mehr vor. Das will ich nicht. Nur die Bundesliga, die kann vorkommen. Es gibt Ehepaare, die ihre Kinder zu ihrem höchsten Gut erklärt haben. Ach, jetzt sind sie Kinder dran. Jetzt muss ich für die Kinder schaffen und arbeiten und da sein und mit ihnen etwas unternehmen. Glaube und Jesus, das ist jetzt nicht so wichtig. Bis die Kinder groß werden. Oder man kümmert sich 24 Stunden am Tag für die eigenen, schon alt und krank gewordenen Eltern und da ist jetzt im Augenblick gar keine Zeit mehr da für Gott und den Glauben. Ich möchte das aber auch ganz klarstellen, manchmal stellen wir Menschen an die erste Stelle unbewusst. Es geht nicht darum, dass eine Willensentscheidung dahinter steht, das ist jetzt für mich wichtig, jetzt geht das vor Gott. Oft tun wir das eben unbewusst, weil wir jetzt 24 Stunden für die Arbeit da sind, für die Eltern da sind, für die Kinder da sind und merken wir lassen dann den Glauben schleifen. Wir entfernen uns dann von Gott und plötzlich wird es kritisch. Ich spreche bitte auch nicht vom temporär verhindert sein, wenn man Schichtdienst arbeitet, auf Montage ist oder irgendwie gerade jetzt nicht kann. Darum geht es nicht. Aber wenn man dauerhaft verhindert ist, in die Stille zu gehen, ins Gebet zu gehen, Gemeinschaft mit anderen Christen zu pflegen, dann wird es kritisch. Darf ich noch eine Klarstellung machen? Es geht um Jesus und es geht nicht um einen Dienst in der Gemeinde. Wenn ich sage, zu Jesus zuerst, heißt es nicht, bitte nicht verwechseln Jesus, der persönliche Glaube an Jesus, mit einem Dienst in der Gemeinde. Denn das gibt es auch. Montagabend bis Freitagabend, jeden Abend in der Gemeinde, Chor, Bibelstunde, Bibelkreis, Sitzung und so weiter. Das ist damit nicht gemeint. Gemeinde ist etwas anderes. Nachdem Jesus jetzt das erklärt hat oder beziehungsweise erzählt hat, was ihm wichtig ist in Bezug auf die Nachfolge, jetzt kommen die drei kleinen Gleichnisse, die er verwendet, um dieses Hauptanliegen von ihm zu erklären. Das erste Gleichnis ist das Gleichnis vom Turmbau, Lukas 14, 28 bis 30. Denn wer unter euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht vorher hin und berechnet die Kosten, ob er das Nötige zur Ausführung habe.
damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und nicht vollenden kann, alle, die es sehen, anfangen, ihn zu verspotten und sagen, dieser Mensch hat angefangen zu bauen und konnte nicht vollenden. Also es fällt auf, wie Jesus stark das Überlegen und Planen hier betont. Hier geht es also ums Bauen und jeder vernünftige Bauherr, der anfängt zu bauen, setzt sich hin, überschlägt die Kosten. Offensichtlich gab es auch damals schon sowas wie Kostenvoranschläge. Was würde mich bitte das hier kosten? 10% plus minus muss man übrigens immer einrechnen, wenn das überhaupt reicht. Und Jesus sagt, dieses Beispiel, was damals aus dem Alter kam, zu seinen potenziellen Nachfolgern, und er will damit eigentlich sagen, mein Lieber, überlege es dir gut, ob du mir nachfolgen willst und kannst. Wer meint, er schaffe das Christsein mit links, der bricht ein. Und am Ende wird er ausgelacht. Und liebe Gemeinde, das ist so der zweite Punkt in diesem Bibeltext, wo ich ein bisschen hängen geblieben bin. Im Grunde genommen sagt Jesus, besser ist es, erst gar nicht anzufangen, als nicht zu vollenden. Besser ist es, gar nicht anzufangen, als nicht zu vollenden. Das muss man erstmal verdauen. Ich habe mir gedacht, also bei Jesus gibt es scheinbar sowas wie Schnuppertage nicht. Ach, kannst du mal reinschnuppern, mal gucken, ob es für dich ist. Oder mal bei Jesus Praktikum machen. Nein. Jesus sagt, entweder bist du ganz dabei oder gar nicht. Überlegst dir vorher, da gibt es bei mir keine Schnuppertage. Da wirst du sofort ins kalte Wasser geworfen. Jochen Albrecht Bengel sagt, blindlings und ungefähr kommt man in die Hölle hinab, nicht in den Himmel hinauf. Also Jesus wünscht sich Nachfolger, die hundertprozentig dabei sind und nicht irgendwie halbwegs oder zeitweise. Jesus will uns ganz und für immer. In der Offenbarung, im ersten Teil, in den ersten Kapiteln gibt es die sogenannten 7 Sendschreiben an die 7 Gemeinden dort. Und in einem solchen Sendschreiben steht Folgendes, Offenbarung 3, 15 bis 16. Ich weiß alles, was du tust und dass du weder heiß noch kalt bist. Ich wünschte, du wärest entweder das eine oder das andere. Aber da du wie lauwarmes Wasser bist, werde ich dich aus meinem Mund ausspucken. Das Halbherzige ist offenbar für Gott schlimmer als das Kaltsein. Es gibt ein Sprichwort, das das auf den Punkt bringt. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ein halbes Christsein, ein ganzer Unsinn. Also gehöre hundertprozentig Jesus. Sei ganz sein oder lass es ganz sein. Ein halbes Christsein, ein ganzer Unsinn. Und ich glaube, für uns, vor allem für uns hier in der westlichen Welt, sind diese Worte eine große Warnung. Wir stehen in Gefahr, eben lauwarm zu werden, halbherzig dabei zu sein. Weil es uns gut geht. Wir haben keine Verfolgung, erleben keine Verfolgung. Es ist um uns bequem geworden. Und manchmal sind wir aber viel zu viel auch beschäftigt, dass wir auch nicht so viel uns um den Glauben vielleicht nicht so viel Gedanken machen können oder machen wollen. Und dann am Ende lassen wir den Glauben an Jesus Christus schleifen. Und wenn ich mich immer wieder bei Gesprächen ertappe, wo ich jemandem, der in der Gemeinde vielleicht seit vielen Jahren kommt, erklären muss, warum Gemeinde Gottes wichtig ist, warum Gottesdienst wichtig ist, warum der Sonntag so wichtig ist, dann frage ich mich, wo sind wir angekommen? Dass ich solche wichtige, elementare Dinge des christlichen Glaubens jemandem erklären möchte, der aber schon ein hohes Amt oder ein Leiter eines Kreises ist. Das Kreuz tragen, sagt Jesus, sich selbst verleugnen, das sind keine Worte, die man gerne hört. Das macht keinen Spaß. Jeder soll sich da prüfen. Das zweite Gleichnis in diesem Zusammenhang ist das Gleichnis vom kriegsführenden König. Das sind die Verse 31 bis 33. Oder welcher König, der auszieht, um sich mit einem anderen König in Krieg einzulassen, setzt sich nicht vorher hin und ratschlagt, ob er imstande sei, dem mit 10.000 entgegenzutreten, der gegen ihn mit 20.000 anrückt. Wenn aber nicht,
so sendet er, während er noch fern ist, eine Gesandtschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann nun keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Auch hier bei diesem zweiten Gleichnis geht es Jesus primär um das Überlegen und Planen. Jesus wünscht sich überlegte und zielbewusste Jünger haben, keine, die nur irgendwie momentan begeistert sind. Ein König, der nicht überlegt, ist eigentlich kein richtiger König. Vor allem dann, wenn es um Krieg führen geht. Also wenn es bei einem Krieg geht es eigentlich dann auch um die Existenz des Volkes. Ja? Also spätestens da müsste sich mal ein König Gedanken machen über das, was er tut oder eben nicht tut. Und sowohl der Bauherr hier als auch der König mussten die Kosten vorher überschlagen, ob sie genug hätten, es hinauszuführen. So auch derjenige, der ein Jünger Jesu werden will. Hier in diesem Gleichnis, der Vers 33, gibt für mich eine bessere Erklärung dafür, was Jesus hier meint. Ich möchte diesen Vers nochmal vorlesen nach zwei verschiedenen Bibelübersetzungen. Vers 33. So auch jeder unter euch, wer sich nicht lossagt von allem, was er hat, der kann nicht mein Jünger sein. Überlegt auch ihr vorher, ob ihr wirklich bereit seid, alles für mich aufzugeben und mir nachzufolgen. Sonst könnt ihr nicht meine Jünger sein. Noch eine kleine Bedeutung bringt dieser Vers mit sich. Also dieses, die Kosten überschlagen, bedeutet nicht, boah, ich habe jetzt dickes Portemonnaie, ich habe viel Geld, ich habe viel Kraft, ich habe viel Wissen und jetzt kann ich Jesu nachfolgen und so weiter. Das ist damit nicht gemeint, dass wir uns auf die eigene Kraft, auf die eigenen Ressourcen und Möglichkeiten verlassen. Ein Haus zu bauen, einen Krieg zu führen und Jesus nachzufolgen. Sondern hier geht es einfach darum, ich bin erst dann bereit, wenn ich los von allem bin, frei von allem bin. Adolf Schlatter sagt, die Ausrüstung zum sicheren, bleibenden Jüngerdienst oder Nachfolge Jesu besteht darin, dass wir als Freigewordenen zu Jesus treten, die auf ihn sehen und sonst auf niemand und auf nichts. Das bedeutet eigentlich, wir kommen zu Jesus und sagen, hier bin ich, hier sind meine Hände, die sind leer. Ich bin arm im Geist. Hier bin ich, fülle meine Hände. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Ich habe es mir auch gut überlegt. Ich stelle mich dir zur Verfügung hundertprozentig. Fülle mich, befähige mich, sende mich. Das heißt, wenn wir das so begriffen haben, es heißt nicht unbedingt, dass man jetzt irgendwelche Beziehungen aufgibt oder dass man alles verkauft, wie Jesus an einer anderen Stelle fordert, oder dass man irgendwie wegzieht. Es muss jedoch eine klare Prioritätenliste geben, die Jesus über alles, sogar das eigene Ich, stellt. Jetzt nach dem Gleichnis vom Turmbau und vom kriegsführenden König kommt das dritte Gleichnis, das ist das Gleichnis vom Salz. Und dieses letzte Gleichnis erklärt, warum Jesus hier so konsequent und hart ist. Das sind die Verse 34 und 35. Das Salz nun ist gut. Wenn aber auch das Salz kraftlos geworden ist, womit soll es gewürzt werden? Es ist weder für das Land noch für den Dünger tauglich. Man wirft es hinaus. Wer Ohren hat zu hören, der höre. Jesus sagt, das Salz ist etwas Gutes. Wir würden auch sagen, Salz brauchen wir heute zum Kochen und so weiter. Aber, sagt Jesus, das Salz kann auch fade werden, also kraftlos werden. In solchen Fällen hat man damals das Salz einfach weggeschüttet, weggeworfen. Man konnte es nicht mal als Dünger benutzen, also es wurde weggeworfen. Es taugt nichts, das war sozusagen die letzte Konsequenz. Und mit diesem Salzgleichnis will Jesus Folgendes sagen. Das Salz sind die Jünger Jesu, die Nachfolger Jesu. Wenn diese Nachfolger aber nur halbherzig, lauwarm dabei sind und nicht bereit sind, die Kosten der Nachfolge zu tragen,
dann werden sie den Auftrag Jesu nicht ausführen können und werden damit fade. Dann aber hat die Welt nichts mehr von ihnen und Gott kann sie auch nicht mehr gebrauchen. Und damit schadet man dem Ruf Gottes. Man verursacht einen großen Schaden. Ich komme zum Ende, liebe Gemeinde. Thema: die Jesu Nachfolge ist kostbar, ist wertvoll und gleichzeitig eine kostenspielige Angelegenheit. Und Jesus meint es hier in diesem Gleichnis, in diesen seinen Worten, merkt man die Härte seiner Rede sehr deutlich. Hier verwendet Jesus das Wort hassen, dann redet er vom Kreuztragen, dann betont das sich vom Allen lossagen und am Ende spricht er von einem Salz, das nicht mehr salzt. Ja, die Nachfolge Jesu ist kostbar, sie kostet viel und das haben wir auch im Leben so oft erfahren. Das, was nichts kostet, taugt auch nichts. Und das, was viel kostet, ist auch von einer guten Qualität. Jesus hat unendlich zu bieten, Frieden mit Gott, sinnerfülltes Leben, eine Ewigkeit mit ihm. Aber Jesus fordert auf der anderen Seite entschlossene Nachfolge. Man kann nicht irgendwie halbschwanger sein. Entweder ist man dabei oder gar nicht. Und Jesus predigt keinen Wohlfühlglauben, sondern legt die Kosten der Nachfolge klar auf den Tisch. Er fordert eine größere Liebe als die zu den eigenen Eltern, zu den eigenen Kindern und größere Liebe sogar zu sich selbst. Die Nachfolge Jesu kostet viel, unter Umständen sogar das eigene Leben. Und das hat auch die erste Gemeinde mit den ersten Märtyrern erlebt. Wie viel lassen wir uns heute Jesus kosten? Zweitens, Jesu Nachfolge will überlegt sein. Wer baut, muss die Kosten überschlagen. Wer den Kampf aufnimmt, muss sehen, ob er gewinnen kann. Wer Jesus nachfolgen will, muss überlegen, ob er dafür die Kosten aufbringen will. Wir haben es vorhin gehört, die Menschen, das ist mein Eindruck, die Menschen in Griechenland haben sich bewusst dafür entschieden, eben das Haus nicht zu Ende zu bauen, weil das sie viel zu viel kosten würde, dann darauf Steuer zahlen müssten. Und mein Eindruck ist es, dass das auch ein Bild für manche Christen sind. Ich bin nicht hundertprozentig dabei, damit mir das nicht viel zu viel kostet. Ich bleibe auf einem Sparlevel, auf der Sparflamme. Das kann ich noch so tragen. Die Jesu Nachfolge kann aber für unsere Mitmenschen kostbare Ergebnisse haben. Dafür steht der Satz: Salz ist etwas Gutes, sagt Jesus. Mir nachzufolgen, sagt Jesus, ist etwas Gutes. Die Nachfolger Jesu sind Salz und Licht der Welt. Sie können auch andere Menschen vom Bösen bewahren. Sie können anderen Menschen das Leben erleichtern. Sie können anderen Menschen eine Hilfe sein, damit sie auch das ewige Leben finden. Die Jesu Nachfolge ist für unsere Mitmenschen wichtig und kostbar. Und deswegen ist Jesus hier so konsequent und sagt: Überlegst dir gründlich und rechtzeitig, ob du die Kosten der Nachfolge tragen willst. Und wir dürfen aber Jesus auch um seinen Beistand bitten, um Kraft bitten. Und das ist auch der Moment, wo wir zu ihm kommen und sagen: Hier bin ich, so wie ich bin. Du darfst mich verändern, du darfst mich segnen, du darfst meine leere Hände füllen. Soweit, liebe Gemeinde, über Lukas 14. Ich weiß, dass es ein sehr, sehr herausfordernder Text ist. Ich bin sehr glücklich darüber, dass es nach Lukas 15 kommt. Nach Lukas 14, Lukas 15 kommt, wo Jesus dann dem verlorenen Schaf nachgeht. Aber heute ging es um Lukas 14 und ich muss an der Stelle einen Punkt setzen. Hier fordert uns Jesus sehr stark heraus. Amen.